Ich bin Steffi Nack von ClickSafe, arbeite seit 2008 für ClickSafe, bin auch Lehrerin und Medienpädagogin und für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien zuständig. Ich bin Medienpädagogin und auch Lehrerin und mache hier bei ClickSafe die Unterrichtsmaterialien und arbeite auch mit den Jugendlichen zusammen in so einer Art Jugendbeirat, sodass wir immer aktuell an den Themen dran sind. Wir holen uns die Infos eigentlich direkt dann von den Jugendlichen. Wir leben ja in Zeiten von Fake News, das heißt also sowohl in der Politik als auch aus der rechtsextremen Szene werden vermehrt Falschmeldungen gebracht und heute ist es deshalb umso wichtiger, Informationen auch wirklich zu überprüfen, also den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und die Studie, die GYM-Studie 2016 hat eben gezeigt, dass Jugendliche ihre Informationen vermehrt aus sozialen Netzwerken beziehen oder eben auch über Suchmaschinen wie Google. Und genau solche Informationen können dann natürlich auch falsch sein, weil jeder sie eigentlich verbreiten kann. Und oft werden eben Informationen auch gezielt manipuliert, auch Bildinformationen. Man kann Bilder in falschen Kontext setzen und so weiter. Und gerade Jugendliche da fit zu machen, das ist also eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Die Kompetenzen, die erworben werden müssen, sind eigentlich Basiskompetenzen, also wie Quellenkompetenz und Informationskompetenz. Und im Prinzip geht es darum, dass Schüler gute von schlechten Informationen unterscheiden können. ClickSafe hat da auch ein Arbeitsblatt dazu gemacht, in dem eine Information auf einem privaten Blog, auf einer Nachrichtenseite, auf der Bild-Zeitungsseite und in Wikipedia nachgeprüft werden und da soll die Qualität dieser Information auch eben eingeschätzt werden. Im Prinzip muss man in der Grundschule schon damit anfangen, genau solche Übungen auch zu machen und wir haben auch ein Arbeitsblatt für Grundschüler. Da geht es darum, falsche Informationen über Meerschweinchen zu verifizieren und dazu werden die Suchmaschinen, die Kindersuchmaschinen FragFin, Blinde Kuh und Helles Köpfchen genutzt. Denn Kinder kennen diese Kindersuchmaschinen zum Teil noch gar nicht, nutzen Erwachsenensuchmaschinen, mit denen sie eigentlich gar nicht klarkommen. Es gibt da verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Also wir haben da so einen Checkbogen entwickelt, der Wer-was-wie-warum-Checkbogen. So kann man eine Quelle im Prinzip auf verschiedene Sachen untersuchen. Also wer ist der Autor? Um was geht es eigentlich? Wie wurde die Information geschrieben? Also Strotzi vor Fehlern zum Beispiel. Und auch in der Aktualität sollte man natürlich prüfen, also ist die Information aktuell oder schon sehr alt. Dann haben wir noch eine andere Methode entwickelt, zum Beispiel, dass wir bei Fake News, also eine Fake News selber erstellen über eine Webseite, wo das möglich ist und versuchen, die sehr professionell aussehen zu lassen. Also über so eine Methodik dahinter kann man den Jugendlichen also eben zeigen, wie schnell Informationen eben auch falsch erstellt werden können. Zum Beispiel noch eine Methode haben wir, dass wir Bilder über die Google Images Bilder Rückwärtssuche eben auch untersuchen. Das sind so verschiedene Methoden, mit denen man arbeiten kann und die sind auch in unseren Unterrichtsmaterialien zu finden.